Danach vielleicht? Mal unser Außen lassen? Du bist doch die Landesvertretung NRW, oder? Ja. Ah, da sind wir schon mal richtig, das Spiel. Ja. Ah, schön. Ah, ja. Ja, hallo. Ja, guten Tag, Müller vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Es geht darum, wir haben ja einen Solidaritätsbrief für das Bündnis Zwangsräumung verhindern NRW. Und den würden wir gerne Frau Schwalt-Düren persönlich übergeben. Jetzt haben wir vom Pförtner gehört, sie ist gar nicht da. Vielleicht können wir ihn Ihnen geben. Wir kommen auch gerne hoch. Aha. Okay, gut. Dann machen wir das heute mal so. Normalerweise übergeben wir es immer persönlicher. Aber da wir heute das erste Mal bei Ihnen im Haus sind, geben wir das mal hier am Empfang ab und dann können Sie den gerne entgegennehmen. Alles klar, danke. Tschüssi. Offener Brief wegen Zwangsräumung Michael P. Krefeld. Sehr geehrte Frau Schwalt-Düren, wir sind heute hier, weil wir den Protest gegen eine Zwangsräumung in Ihrem Bundesland Nordrhein-Westfalen unterstützen. Wir, das Bündnis Zwangsräumung verhindern aus Berlin, sind solidarisch mit Zwangsräumung verhindern NRW. Am Dienstag, den 18.06.2013, sollte Michael P. aus Krefeld aus seiner Wohnung zwangsgeräumt werden. Der Eigentümer und Vermieter ist der ehemalige Polizeidirektor von Krefeld, Dagobert Alborn. Bereits seit Jahren terrorisiert er seine Mieterin. Das Bündnis Zwangsräumung verhindern NRW hat mit Öffentlichkeitsarbeit und dem Aufruf zur Blockade der Zwangsräumung erreicht, dass der Termin vorläufig ausgesetzt wurde. Zwangsräumung verhindern NRW will Michael P. auch weiterhin unterstützen. Zwangsräumungen sind die gewalttätigste Form der Verdrängung. Mit unserem Besuch unterstützen wir die Mobilisierung der Öffentlichkeit. Je nach Dialogbereitschaft machen wir Kundgebungen, Sit-ins oder Blockaden, um mit Formen des zivilen Ungehorsams die Zivilgesellschaft weiterzuentwickeln. Die Aussetzung der Zwangsräumung kann nur ein erster Erfolg sein. Darüber freuen wir uns. Wir hoffen, dass die Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg des Dialogs weitergehen und von einer Räumung ganz absehen. Dies zu kommunizieren, sehen wir als Ihre Aufgabe als Vertreterin des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin. Bündnis Zwangsräumung verhindern. Ja, juhu, so. Juhu.